Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Enigmatica zu Expert. Ich muss mit einer Entschuldigung starten. Ich habe gerade aufgenommen und diesmal hat nicht der Sound nicht gestimmt, sondern das Bild nicht, weil ich in einer anderen Szene war bei OBS und das nicht mitgekriegt habe, weil da ein anderes Bild drauf war. Und das hier sieht schon mal wieder sehr, sehr unschön aus. Ich habe jetzt zurzeit Probleme, dass Texturen nicht richtig geladen werden. Deswegen springen wir nochmal nach Hause. Und springen nochmal. Also wie gesagt, ich habe gerade mit euch die ersten 5 Minuten hier den Destillation Tower aufgebaut. Und die Texturen spinnen. Wieso das denn? Dann lasst uns mal zusammen kurz disconnecten. Textur ist immer noch kaputt. Ja. Keine Ahnung, ob das am woran das liegt. Aber solange er funktioniert, soll mir das relativ sein. Ihr seht hier das Interface. Das Interface besagt natürlich, dass da was passiert. Und zwar Fluid Input ist auf der Seite. Kommt hier das rein. Also der Filter. Und dann kommt hier rein Crude Oil. Also so, dass er wirklich nur das Crude Oil von Immersive Engineering hier mit importiert. Das geht natürlich dann weiter nach unten. Hier ist der Export. Ich hoffe, das funktioniert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so funktioniert, wie ich das will. Und warum die Textur so zerlegt ist, frage ich mich auch noch. Das ist ein bisschen schade. Gut, dann kommt hier Output. Wir gehen mal einfach mal so rum und gehen dann hier hoch. Ich kann leider nicht vom Boden aus reingehen, deswegen muss hier so ein kleiner, ja, der ist nur Extract. Ich baue mir hier mal kurz ein Loch in die Decke, das ist, weil ständig zum Elevator laufen ist auch ein bisschen blöd. So. Und wir haben Crude Oil drin. Jetzt brauchen wir natürlich noch Energie. Energie-Input ist hier. Ich hatte doch irgendwo eine Power Cell. Da haben wir sie. Ist die gelinkt? Die ist gelinkt. Okay, was produziert der? Bitumen, okay. Ich brauche mal ganz dringend eine Crate. Jetzt dürfte er voll sein, mit den Dingern da rauskommt. Genau, hier sehen wir es, Lubricant, Diesel und Gasoline. Die wollen wir jetzt natürlich auch in die Tanks haben, also müssen wir den hier nicht insert, sondern extract. Müssen wir hier weiterarbeiten. So, wo sind meine Fluid Conduits? Da sind sie. Wir haben hier das Loch im Boden, ne? Ender Fluid Conduit, genau. Zack. Wir gehen einmal hier rum. Jetzt ist da natürlich mein Loch. Ja, damit. Müssen wir gleich anders machen. Gehen wir einmal hier rum und hier runter. Dann haben wir hier ja schon eingestellt das Lubricant. Die Gasoline. Genau, Gasoline kommt hier rein. Dann gehen wir auf der anderen Seite. Wartet mal, ich schalte mal kurz den Extract ab. Oh, der extrahiert, ob er will oder nicht. Gut, machen wir das so. Weil wir müssen hier mal ein paar Verbindungen kappen. Der Import ist hier. Hier gehen wir dann runter. Das heißt, hier kommt dann, was war das? Das Lubricant, ne? Ja.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und hier ist Insert für Diesel. Zack. Insert Diesel. Sehr schön. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Jetzt habe ich, wie gesagt, mein Loch hier zugebaut. Wo ist meine Pickaxe? Hopp. Und dann machen wir hier zu. Die sehen wirklich anders aus. Komisch. Obwohl das vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre. Kann ich die ändern, wenn ich Shift-Rechtsklick vielleicht? Die anderen sahen gar nicht so schlecht aus, die hier. Ups, die hier mit dem. Die haben, glaube ich, eine festere Bodentextur. Sieht nicht schlecht aus. Gut. Dann können wir hier den. Ups. Können wir das hier wieder anschmeißen. Und Extract Always Active. Und es wird produziert. Was kann man denn aus dem Bitumen machen? Asphalt Concrete. Im Mixer wird daraus Metall zusammen und Oxygen wird daraus Rocket Fuel. Okay. Das ist auch was ich noch nicht wusste. Aber Tar kriegen wir nur, wenn wir Öl weiterverarbeiten. Okay, wartet mal. Tar kriegen wir von Oil Sand. Bitumen. Aber es ist ein anderes Bitumen, ne? Hey, jetzt bin ich verwirrt. Tar, kann ich das Bitumen auch dazu verwenden? Nö. Aber ich kann das. Ach, das ist Thermal Foundation Crude Oil, okay. Steam Dynamo, Overclocked, okay, das ist wurscht. Gut, aber das funktioniert anscheinend. Wir haben jetzt natürlich hier einen Vorlauf, das sind jetzt, naja, gerade mal 82 Buckets, 84. Es geht allerdings recht fix. No Fluid, okay. Wieso? No Fluid. Jetzt müsste Lubricant drin sein, oder? Ja, jetzt wird Lubricant abgepumpt. Ach, das ist das Problem mit den Dingen, weil er. Ja, okay. Ja. Ups. Nimmt das Lubricant ab. Er pumpt das Lubricant nur raus, wenn kein Platz mehr drin ist. Aber das sollte, glaube ich, nicht zu einem Problem werden. Weil er hat für alles, was er kriegt, hat er genug Platz. Und immer wenn er, glaube ich, bei 24 ankommt, also wenn nichts mehr reinpasst von dem anderen, pumpt er das Lubricant ab. Ja, das sollte nicht unbedingt zu einem großen Problem werden. Können wir den ja noch priorisieren? Ja. Die priorisieren wir mal noch, weil das Problem ist, wenn das Ding doch mal volllaufen sollte, muss ich da intervenieren sozusagen, um dann halt irgendwie eine Fluid, ja, entweder noch einen Tank dazu bauen oder halt ein, ja, okay, das ist, sind jetzt schon 168 Buckets Gasoline. Das ist vollkommen okay. Lubricant wird mittlerweile wird dann auch nebenbei abgepumpt. Gut, dann läuft das hier erstmal. Der braucht eine Weile, bis er das mit der Textur regt mich immer noch auf. Alter Vater, ich glaube, ich sollte hier einen Drawer hinbauen. Habe ich noch einen Drawer dabei? Nö. Ich glaube, ein Drawer wäre hier angebracht. Wir gehen mal zurück und holen mal einen Drawer. Drawer, Oak Trim, Basic Drawer, Oak, dann hätte ich davon gerne eins. Und davon haben wir noch ein paar. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal zurück.
Bum, bum, bum. Da ist meine Hatchet, da ist der Drawer, den Drawer Key, den hatte ich gerade schon gesehen. Obwohl das hier wurscht, relativ wurscht ist. Weil wir ja eh. Gut, hätten wir das Problem auch gelöst. Upgrade und Upgrade. 832 Stacks sollte reichen für eine Weile. Gut, aber dass du das Lubricant später abpumpt als andere, ist ein bisschen unschön, sag ich mal. Aber wie gesagt, das sollte jetzt. Ach, wenn ich den Key in der Hand habe, geht das ja nicht. So. Gut. Dann sind wir jetzt hier wirklich fertig. Der kann erstmal volllaufen. Was ich damit mache mit dem Bitumen, weiß ich noch nicht. Rocket Fuel ist eine Option. Aber dazu müsste ich wieder noch Tar von. Oh, wieso bin ich fast verhungert? Ach ja, weil ich wieder mit Ding rumgespielt habe. So, einmal zum Checken. So, dann gehen wir mal weiter. Haben wir noch nicht. Haben wir. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. So, zack. Achso, die Fried Onions. Ach, sehr gut. Na egal. Und so werde ich dann halt nach und nach meine. Da sind die Onions. Haben wir noch nicht. Fruit Salad haben wir. Grape Juice. Grape Jelly haben wir hier. Green Tea haben wir auch noch nicht. Das geht halt alles auf die Food Size, ne? Also auf die Food List, deswegen ist das ganz geil. Grilled Eggplant. Nehmen wir doch mal. Und da haben wir ein neues Herz gefunden. Ups. Grilled Eggplant. Hier waren wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Achso, ich sollte vielleicht auch erstmal sortieren. Nach der richtigen. So. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Mango Jelly. Zack. So, damit haben wir die 30er voll. Es gibt dafür für die Mod, glaube ich, auch ein Buch. Also da bin ich mir jetzt fast sicher, dass es irgendwo ein Buch gibt, wo drin steht, was ich schon gegessen habe. Was ich euch noch zeige, ist, ich habe umgebaut die Baumfarm. Also umgebaut ist relativ. Ich habe einfach das Holz geändert aufs Spruce. Und dann irgendwann, wenn wir fertig sind, ich habe hier auch eingestellt, dass die Setzlinge. Hatte ich das nicht? Eigentlich hatte ich das programmiert, dass die Setzlinge. Ach ja, hier muss ich ja einen neuen Weg bauen, damit ich runterkomme. Weil ich habe nämlich Shovel. Ich hab das Ding mal ein bisschen laufen lassen. Das lief eine Weile, als ich das eingestellt habe. Und dann ist das passiert. Dann ist nämlich der ganze Sand. Der hier entsteht, der lag dann hier unter der Farm. Hier habe ich irgendwas Prio 2 und in die Kiste. Wo habe ich denn die? Ich habe doch eigentlich. Wieso ist eigentlich hier eine Verknüpfung? Die braucht doch auch kein Mensch. Ich habe eigentlich eingestellt, dass die Setzlinge auch exportiert werden. Oder habe ich das verpeilt? Weil die Setzlinge sollten ja, wenn es hier voll ist, was ja bei der Sprucewood Farm funktioniert, hatte ich eigentlich. Hatten wir ein Server-Rollback und ich als Admin weiß davon nichts? Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich was eingestellt hätte, davon abgesehen.
Der exportiert hier nur die Setzlinge, genau. Und insertet die hier. Wir stellen hier mal die Priorität hoch. Dann soll er die eigentlich. Dann soll er die eigentlich hier mit importieren. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Er pumpt jetzt aber nicht raus, ne? Ne, sehr gut. Kann ich den wieder reinlegen. Gut, dann hätten wir das. Ich dachte eigentlich, den hätte ich schon gemacht. Aber dem ist anscheinend nicht so. Kann ja mal passieren. Wir brauchen Dirt. Da ist Dirt. Und dann, ja, wie gesagt, ich habe das aufs Plus umgestellt. Sofern das Dark Oak weg ist, muss ich dann gucken, dass ich die ganzen Rezepte halt aufs Plus anpasse. Weil das funktioniert wesentlich besser. Also wie ihr seht, er hat 10.000, müsste mittlerweile 10.000 fertig haben. Spruce, ja, 10k Spruce Wood und hat halt, ich habe da nicht einmal nachgeholfen. Ne, also außer hier, dass der Sand und so weiter und so fort, selbst das macht er selbstständig. Aber der steht jetzt und damit ist gut. Gut, ich muss mal kurz meine Tasche aufräumen. Das kann erstmal alles weg. Die Fluid Pipes, ein Stack behalte ich am Mann, die Filter behalte ich auch, die Slabs können weg, das Item Conduit kommt auch wieder hier rein. Mal kurz die Taschen aufräumen. Painted Lowstone kommt eigentlich drüben in die Kiste, wir legen das mal hier rein, weil das brauche ich zum Bauen immer mal wieder. Dann gucken wir mal, dass wir die Dynamos fertig kriegen. Die Compression Dynamos. Wie lange haben wir noch? Ne, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann setzen wir in der nächsten Folge das Setup auf, was ich geplant habe. Das werde ich dann irgendwann halt Nachmittag machen, weil jetzt muss ich diese Folge direkt bearbeiten und hochladen, dass ihr heute eine Folge habt. Und wir gucken mal, wie es hier unten weitergeht. 109 Buckets, 400 Buckets, 570 Buckets und immer noch über 12.000 Öl im... ja, da kommt das mit dem Lubrikant. Wie gesagt, das kann ich jetzt dann auch beobachten. Wir werden dann sehen, wie viel bei rumkommt. Diese... ja... immer noch 12.200 Buckets an Öl müssen erstmal verarbeitet werden. Und wir schauen mal nächste Folge, was dabei rumgekommen ist, wenn wir Entschuldigung, das Ergebnis aus einer Pumpquelle haben. Und wir haben ja noch ein paar offen mit über 10.000, also 10.000, 14.000, 13.000. Und ich glaube, irgendwo habe ich noch eine 6.000 und eine 7.000er Ölquelle. Die Pumpjacks produzieren auch Öl, wenn der große Vorrat abgelaufen ist. Und zwar mit 6 Millibuckets pro Tick, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das ist schon ordentlich. Also da bin ich schon sehr, sehr froh drüber. Aber wie gesagt, damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir drüben das Notfallprogramm aufsetzen oder wieder ein Generator-Setup machen. Aber das in der nächsten Folge und bis dahin, bye bye und tschüss.